Willkommen im Wasteland und willkommen im dritten Teil von Fallout 4, der Scharfschütze. Und wie der Name schon sagt, also wird hier auf einen Scharfschützencharakter gespielt, der nicht viel vom Siedeln hält und auch nicht viel von Nächstenliebe, sondern eine Person, die darauf schaut, dass sie überlebt. Also, solche Sachen brauchen wir natürlich. Right away, sehr wichtig, um Strahlungsvergiftung wieder zu heilen oder wenigstens einen Teil wegzubekommen. Teddybär gibt uns Stoff und Tafellöffel gibt uns Metall. Da die nicht so viel wiegen, kann man es noch mitnehmen. Was auch wichtig ist, besonders wenn man nicht sehr gut ausgestattet ist, als Fernkämpfer hat man natürlich nicht diese monströse Rüstung, dann zwischendurch mal auf Watts klicken und man kann dann sehen, ob ein Gegner in der Nähe ist. Das mache ich zwischendurch genauso, wie ich alle paar Minuten mal speichere. Momentan kann ich es noch mitnehmen. Ein Kronkorken. Kronkorken ist die Währung im 10 mm, immer gut. Ist die Währung hier in Fallout 4. Cram ist, keine Ahnung, so eine Art Frühstücksfleisch wahrscheinlich. Nur heilt die nicht viel, gibt aber Strahlung ab. Also man muss es nicht haben. Lieber ab und zu mal einen Hirsch erlegen. Maulwurfslatten begegnen einen Ehemann und Hunde und deren Fleisch dann braten. Die sind nämlich verseucht, nicht verseucht, Entschuldigung. Gut, da waren wir mal. Weiter geht's zum nächsten Ort. Und zwar hier. Tja, Slimfast. Hätte ich beinahe gesagt, aber solche Witze macht man nicht. Nein! Right away! Und damit kann man wieder, glaube ich, nach unten fahren. Und zwar um den... Da unten ist da was? Nein. Und zwar um den Kryonator zu holen, den wir im letzten Teil noch gesehen haben. Tja, das sind all die, die es nicht mehr geschafft haben, wie wir das gesehen haben im letzten Teil. Weil kurz nachdem wir auf der Plattform standen, ging die Atombombe los. Und wie ihr seht, also viele bemängeln ja die Grafik, die wäre nicht so toll, mag sein, aber dafür ist alles da sofort. Da poppt nichts auf, wenn man näher kommt oder sonst was, sondern es ist immer da. Und fast alles, bis jetzt auf die Berge da hinten, kann man auch betreten. Das ist der Unterschied zu den super-duper Grafikspielen, dass man hier in Fallout 4 vielleicht ein bisschen schlechtere Grafik hat. Mag sein, kein Thema. Aber dafür die realistische, nicht aufpoppte Grafik. Gut. Genug geschwärmt. Da ist auch nichts. Gehen wir in Richtung Sanctuary, zu dem Vorort von Boston, wo wir gelebt haben und auch wieder leben werden. Sprinten geht so. Yep. Und wie gesagt, ich spiele mit dem Controller, Xbox One Controller, funktioniert wunderbar. Bum, bum, bum. Wo ist denn jetzt Sanctuary da unten, oder? Gibt's doch nicht. Ich habe schon zweimal das Spiel angefangen und finde es immer noch nicht. Okay, wofür hat man eine Karte? Hier wäre Sanctuary, genau. Ich laufe in die falsche Richtung. Das macht gar nichts.
Und immer wieder findet man solche Sachen. Schlammbohnen. Zum Essen sind sie nicht so geeignet. Diese ganzen... Oh oh. Das ist noch recht früh. Kostet Munition ohne Ende. Aber ich hab's geschafft. Was war da gerade mit dem Schatten hier? Hallo? Na. Der wandert so komisch. Ein Raider auch noch. Wo kommen die alle her? Raiders sind die Strauchbanditen. Die gibt es in allen Formen und Farben sozusagen. Und gleich drei auf einmal. Also nichts wie weg hier. Das ist mir momentan too much. Und ein Hund auch noch. Rennen ist ja nicht schlecht, nur kostet es genau Ausdauer und Aktionspunkte. Ich hoffe, ich bin ihnen entwischt. Und ab nach Sanctuary. Der Name ist aber nicht gerade Programm. Also sehr viel Schutz werden wir nicht haben dort. Aber momentan mal unsere Ruhe. Und wieso ich da hinten gelaufen bin, fragt mich nicht. Besonders wenn es hier nach Sanctuary geht. Und wie gesagt, es war also sehr hilfreich, zwischendurch mal auf Wet zu klicken. Und so kann man auch näherkommende Feinde schneller erkennen. Und hier haben wir vor dem Krieg gelebt. Wenn ich jetzt wüsste, wo das Haus war, nämlich hier ist die Brücke, die große, dann war unser Haus... Hey, Kotzi! Ja, ist denn das die Möglichkeit? Du bist es wirklich! Sie! Wir sind nicht beim Du, junger Mann. Cotsworth! Was ist mit der Welt passiert? Mit der Welt, Sir? Außer dass unsere Geranien immer noch der Stolz von Sanctuary Hills sind, ist es hier leider unglaublich eintönig. Es wird viel aufregender sein, wenn Sie und Ihre Frau wieder da sind. Wo ist Ihre bessere Hälfte überhaupt? Sie haben sie getötet. Sir, was Sie da sagen, diese schrecklichen Dinge, ich glaube, Sie brauchen Ablenkung. Ja, eine Ablenkung von dieser grässlichen Stimmung. Wir haben so lang schon nichts mehr mit der Familie gemacht, Dame. Oder vielleicht eine Scharade? Sean liebt das. Ist der Junge bei Ihnen? Ich glaube, Cotsworth hat das noch nicht so ganz gecheckt oder in den vielen Jahren, wo er alleine war, sind ihm doch einige Schaltkreise, obwohl Schaltkreise gibt es ja nicht, Transistoren durchgeschmort. Er wurde entführt. Sie haben alles... Sean wurde entführt. Aber ich finde ihn. Ich werde meinen Sohn zurückholen. Es ist schlimmer als gedacht. Sie leiden an durch Hunger hervorgerufener Paranoia.
Nach 200 Jahren ohne richtiges Essen kommt sowas vor. 200 Jahre? 200 Jahre? Was? Hast du... Eigentlich etwas mehr als 210, Sir. Wenn man die Erdumdrehung und ein paar kleine Schäden im Chronometer einrechnet. Das heißt, sie kommen 2 Jahrhunderte zu spät zum Essen. Vielleicht kann ich einen Snack zubereiten. Sie sind bestimmt total ausgehungert. Also, wie ihr seht, oben alles klar ist gelb. Das bedeutet also, da braucht man schon mehr Charisma wahrscheinlich. Versuchen wir es mal. Cotsworth, du verhältst dich ein bisschen seltsam. Was ist los? Hat geklappt? Sir, das war schrecklich. 2 Jahrhunderte ohne Gespräche und ohne jemandem, dem man dient. Die ersten 10 Jahre habe ich die Böden gebodert. Aber atomaren Fallout kriegt man aus PVC einfach nicht raus. Dann diese Sinnlosigkeit, ein eingestürztes Haus abzustauben. Und das Auto, wie soll man Rost polieren? Also, so lustig es auch klingt, das gibt dem Roboter irgendwie eine Seele. Was weißt du, Cotsworth? Ich weiß leider gar nichts, Sir. Die Bomben fielen und sie sind alle so schnell gegangen. Ich dachte wirklich, Sie und Ihre Familie wären tot. Ich fand dieses Holoband. Ich glaube, Ihre Frau wollte es Ihnen schenken. Als Überraschung, aber dann, tja, ist alles geschehen. Ein Holoband wurde hinzugefügt. Ein Holoband? Was ist da drauf? Ich glaube, es ist eine persönliche Nachricht für Sie. Meine Etiketteprotokolle erlauben mir nicht, es selbst abzuspielen. Jedes Standard-Holoband-Lesegerät sollte es abspielen können. Zum Beispiel dieser Pip-Boy an Ihrem Arm. Das würde problemlos funktionieren. Also, genug mit meinem Selbstmitleid. Sollen wir gemeinsam das Viertel absuchen? Vielleicht finden wir Ihre Frau und den kleinen Sean noch. Hast du was Gefährliches gesehen? Oh, nichts Ungewöhnliches, Sir. Lästige Hunde und Mücken. Soll ich das untersuchen? Ja. Okay. Geh voran. Ich bin stolz, dienen zu dürfen, Sir. So. Im Gegensatz zum WETS, also zum Zielprogramm sozusagen, wo die Zeit sehr verlangsamt abläuft, ist, sobald man den Pip-Boy zückt oder bereit macht, die Zeit ganz stehen geblieben. So kann man in Ruhe alles sich mal anschauen. Und zwar gehen wir zu Inventar und Diverses. Und da ist dieses Holoband von unserer verstorbenen Frau. Wir lieben dich.
So hat man wenigstens noch eine Erinnerung an Sean, der entführt wurde, und an seine Frau, die ermordet wurde. Und da sagen einige, der Tester, der Kritiker, das Spiel hat keinen Tiefgang oder finden irgendwas. Ich glaube, das sind solche Rusher. Ich meine, die haben noch Dutzend andere Spiele zum Durchgucken, zum Testen und so weiter, die einfach alles wegklicken, von A nach B rauschen und sämtliche Nebenstories und so weiter einfach nur ganz schnell überfliegen und überhaupt nicht mitbekommen, welche menschlichen Tragödien sich überall abspielen. Das werden wir noch oft genug sehen im Let's Play. Und ich denke, dass da manche schon vorschnell Kritik üben. Okay, genug geredet, wir folgen Cotsworth. Der freut sich. Der animiert eigentlich. Feindliche dieses Mal. Oder? Ah, ja. Kleefliege. Nö, lassen wir es ihm. Spart Munition. Ich komme gerade erst in Fahrt. Moment, Kotzi. Hier ist nichts außer ein paar Fliegen. Warte. Meine Sensoren empfangen Bewegung in einem anderen Haus. Jawohl. Kommen Sie mit! Ich folge dir. Sanctuary werden wir besiedeln. Da führt eigentlich kein Weg vorbei später. Nur werde ich das aufbauen und so weiter, also ohne Let's Play machen. Hervorragend! Kämpft ihr! Da es doch sehr langweilig und langwierig ist. Wir haben oft das mit der Mühe. Was ist denn da los? So, noch einen Schuss verschwendet. Ich muss sagen, dass ich leicht top. Hier ist die Familie. Hier ist später alles, was man verschrotten kann. Und daraus kann man wieder neue Wände, neue Böden und alles Mögliche machen. Was ich aber nicht machen werde, und ganz besonders nicht in eine Siedlung mit Häusern, auch wenn diese sehr kaputt aussehen, neue Häuser bauen. Das ist totaler Unsinn. Aber diese Siedlung ist auch wichtig, um, sagen wir mal, Rüstungen zu machen, was also nicht passieren wird als Scharfschütze. Ihre Frau und der kleine Sean. Nein, sind sie nicht. Und was wollt ihr jetzt? Gott, was hat mir jetzt durcheinander gebracht? Ja, aber Waffen. Und natürlich Powerrüstungen. Später wird einem wahrscheinlich nicht viel übrig bleiben. Je tiefer man in den Süden geht, umso mehr Strahlung gibt es dort und umso mehr gefährliche Biester. Und selbst mit einem sehr guten Scharfschützengewehr kann ich mir nicht vorstellen, dass die Überlebenschancen sehr, sehr groß sein werden. Gut, wieder zurück. Hier ist die Zentrale. Wie ihr seht, eine Power-Rüstungsstation zum Reparieren. Die Rüstungswerkbank. Die werde ich nicht so oft benutzen, aber man kann ja auch Rüstungen auseinandernehmen. Und hier die normale Werkstatt zum Einlagern von Schrott und Materialien. Und hier das Wichtigste, die Waffenwerkbank. Und diesen kleinen Schrott und so weiter kann man dann alles hier ablegen. Aber erst müssen wir nach Boston hinein, aber zuerst in unser Heim. Ohne Sean, ohne Frau. Und hier war der Comic. Man findet verschiedene Comics, man findet verschiedene Zeitschriften.
Und für jede gefundene Zeitschrift, also mit Titel oder Comic, bekommt man, schauen wir mal, perfekt, 5% mehr Schaden auf kritische Treffer bei Waffenlosen und Nahkampfwaffen. Werde ich nicht so ganz brauchen, aber geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Perfekt. Das ist für Mr. Handy, also für Kurzwas. Nur der braucht keinen Treibstoff oder Munition, obwohl er ja Nahkämpfer ist und keine Waffe hat. Aber andere Begleiter, die haben zum Beispiel Waffen und so weiter. Mit ihrer angestammten Waffe, was sie dabei haben, verbrauchen sie keine Munition. Und das ist natürlich äußerst wichtig. Baby Russell von Sean und genau. Hier ist, du bist special. Und das nehmen wir. Welches Attribut nehmen wir? Stärke haben wir auf 1, Wahrnehmung auf 9, mit dem kämen wir auf 10. Ausdauer, Charisma, Intelligenz, Beweglichkeit, Glück. Ich würde sagen Wahrnehmung oder Glück, Beweglichkeit. Ah, Intelligenz. Vielleicht schaffe ich dann die Energiewaffen. Wenn ihr jetzt euch fragt, was meint ihr damit? Einfach abwarten. Es folgen ja noch mehrere hundert Stunden. Okay. So viel hatte ich noch in Erinnerung. Entschuldigung. Wir gehen auf Daten und suchen mit Cotsworth die Nachbarschaft ab. Also, wo ist denn Cotsworth jetzt hin? Da vorne. Wie ihr seht, unten in der Mitte seht ihr die Entfernung zum nächsten Ziel. Ab 100 Meter zählt es dann pro Meter runter. Und über 100 Meter seht ihr nur den weißen, den grünen Viereck. Das grüne Viereck. Jetzt haben wir es aber. Okay. Ihre Frau und der kleine Sean. Sie sind nicht hier. Sean ist da draußen, Cotsworth. Ich muss ihn finden. Was ist mit Concord, Sir? Da gibt es viele Leute. Beim letzten Mal haben sie nur mit Stöcken auf mich eingeschlagen, bevor ich nach Hause laufen musste. In Concord leben immer noch Menschen? Ja, obwohl sie ein wenig ungehobelt sind. Kennen Sie noch den Weg? Über die südliche Fußgängerbrücke aus dem Viertel raus und an der Red Rocket Station vorbei. Ich bleibe hier und sichere die Heimatfront. Das bedeutet, Cotsworth können wir noch nicht mitnehmen. Aber wie gesagt, am Anfang ist es vorgegeben und um Erfahrungspunkte zu bekommen und natürlich zu leveln, es ist ratsam, am Anfang die Missionen abzuklappern, mehr oder weniger. Also hier die Siedlung aufzubauen, die Wünsche der Siedler zu erfüllen, das werde ich in einer kurzen Folge ungefähr abhandeln und dann das dann sozusagen offline mehr oder weniger dann über die Runden bringen. Zum Beispiel solche Sachen oder diese Schrott und so aufräumen, dass es ein bisschen begehbar wird und wir Sachen zum Bauen haben. Was eigentlich nicht so notwendig ist. Ja. Wo? Du kleine Ratte, du. Erschreckt mich. Ja, Strahlungsschaden sieht man nicht viel. Also wie gesagt, aber ansonsten mit Hausbau und Siedlungsaufbau werde ich mich nicht lange beschäftigen. Ich meine, ich bin Scharfschütze, ich bin Missionar, wollte ich schon sagen, Söldner.
Und die sind alles andere als sesshaft, würde ich sagen. Okay, wir haben jede Menge Kakerlakenfleisch. Und es wird gebraten. Nicht nur, dass es gute Nahrung ist, sondern es gibt auch pro Kochvorgang auch ein paar Pünktchen. Wie ihr links seht, eine gegrillte Radkakerlake bringt 30 Punkte zurück und hat ein Gewicht von 0,5. Wenn ich es wieder weiterverkaufe, Wert von 7. Das ungegrillte Kakerlakenfleisch hat, glaube ich, 5 Punkte, wo ein zurückbringt, aber dafür bekommt man 2 oder 3 Rad Strahlung dazu. Also wie gesagt, Finger weg von rohem Fleisch. Schauen wir mal, ob es noch was geht. Lecker, lecker, lecker. Nein. Das war's. Getränk können wir auch noch nichts machen und Verwertbares haben wir auch noch nicht. Später mehr dazu. Okay, ich habe jetzt auch noch einen Modsfehler gemacht und zwar keine Uhr aufgestellt. 2 Granaten. Seife. Gut. Ich würde sagen, über die Brücke und dann kleine Pause. Kronkorken, immer gut. 38er, Stimpack, eine Impro-Pistole, Gammler-Outfit, dafür behalten und Fleisch. Und bevor wir weitergehen, würde ich sagen, das Geplünderte anziehen. Inventar. Die 10 mm Pistole, habe ich 2 Stück, macht Schaden 18 und 82 Kugeln habe ich noch. Und die Impro macht nur 13 Schaden. Also lassen wir das. Die Splittergranaten sind ausgerüstet. 2 Stück. Die sind auch noch sehr wertvoll später. Wie ihr sehen werdet. Aber die Kleidung ist jetzt... Hallo? War da gar nichts dabei? Scheinbar nicht. Nein. Ja klar, das waren bloß die Granaten und die Pistole. Schade. Und das Gammler-Outfit tue ich mir jetzt natürlich nicht an. Kann man sich vorstellen. Einer der Freiheitskämpfer hier. Ui, ui, ui. Aber du. ...45er Patronen und... ...Reichweite 119, das ist natürlich was. Wie viel Munition haben wir? 12, nicht schlecht. Und nun können wir... ...hier... ...und auch hier werde ich Gewehre haben. Pistole nur... ...im äußersten Notfall. Das wird auch nicht... ...irgendwie gefördert von mir. Nur Gewehr... ...schleichen... Und natürlich zielen. Und jetzt können wir einfach das Gewehr aussuchen. Wie ihr seht, macht das noch nicht so viel her, aber dafür hat man ja die Werkbank für Waffen. Und je nachdem, was wir dann noch skillen, können wir solche Sachen. Es gibt ja noch Dutzend andere Gewehre und alles Mögliche, die wir optimieren können. Natürlich auch mit Schalldämpfern, größeren Lauf, längerem Lauf zum Weiterschießen und. Das freut mich jetzt. Ein 6-Schuss-Magazin, aber für das, was uns da noch erwartet, reicht die 10 mm. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der Folge 4, wo wir nach Concord gehen. Mit kleinem Umweg über die Red Rocket Station hier. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Bis bald. Bye bye.